Wohl die wenigsten CEOs haben die Möglichkeit, sich beruflich mit Musik auseinanderzusetzen. Ganz anders ist dies bei Beatrice Stirnemann und Clemens Markstein. Sie sind Partner bei der Realisation eines der traditionsreichsten und renommiertesten Musikfestivals der Schweiz, der Balbas Session. Wir wollen wissen, warum diese Partnerschaft schon so lange so erfolgreich funktioniert, was für Benefits die Partner davon haben und wie die Zukunft aussieht. Beatrice Stirnemann und Clemens Markstein, herzlich willkommen zu diesem schönen Gespräch. Vielleicht könnt ihr euch ganz kurz vorstellen. Sehr gerne, Zeno. Ich bin Beatrice Stirnemann. Seit 1993 bin ich mit der Balbas Session verbandelt und seit 2005 darf ich dieses schöne Musikfestival führen als Geschäftsführerin. Ja, gerne. Ich bin Clemens für dich, Zeno. Ja, Clemens Markstein mein Name und ich bin seit Mitte des Jahres CEO Schweiz des präsenting Sponsors Balbas. Bei der Balbas Session geht es ja um das Thema Musik. Beatrice, du als CEO der Balbas Session, bei dir ist ja Musik dein Beruf. Kommst du überhaupt dazu, Musik noch privat anzuhören, ohne dass du ständig an den Beruf denken musst? Ich denke, das Tolle an meinem Beruf ist, dass es auch mein Hobby ist. Und somit vermischt sich das eigentlich in ein Ganzes. Also klar, wenn ich Musik höre, dann denke ich, oh, das wäre mal toll bei der Balbas Session. Oder wenn ich ein Konzert anschaue, dann denke ich immer, würde das bei uns passen? Aber ich denke, ich kann fast nicht mehr das trennen, was Musik für mich bedeutet, ob das privat ist oder ob das Geschäft ist. Es ist sowieso ein Privileg, das zu machen. Was für Musik hörst du denn gerne privat? Das hängt total von meiner Stimmung ab. Wenn ich mich aufputschen muss, dann kommt mein frühes Ich zum Vorschein, dann wird es immer sehr hart. Ich mag harte Musik. Das geht von Metallica bis zu AC/DC. Das brauche ich, wenn ich mich pushen muss. Wenn ich in Urlaub fahre zum Windsurfen, dann ist das eher mal Bob Marley oder Jack Johnson. Wenn ich nach Italien fahre, dann sind das natürlich die Italiener. Also das hat ganz mit Stimmung zu tun und ist nur davon abhängig. Clemens, welche Rolle spielt Musik in deinem Leben? Ja, Musik hat eine große Rolle, eine große Bedeutung. Musik löst Emotionen aus, Musik verbindet Menschen und Musik motiviert. Und ich glaube, jeder, der schon mal in einer Disco bei Musik getanzt hat, der an einer Konzertbühne gefeiert hat und auch am Lagerfeuer ja, gemeinsam etwas gesungen hat, weiß, was Musik bedeutet. Und ich glaube, es ist schön, das selbst zu erfahren. Ich habe gelesen, dass du zweifacher Familienvater bist. In der Familie spielt Musik natürlich auf verschiedenen Ebenen eine Rolle. Wie ist es bei euch? Ja, wir versuchen uns zu Hause zum einen mit klassischer Musik, das heißt, die Kinder spielen Klavier, mal mehr, mal weniger, da braucht es ein bisschen Zeit. Aber wir haben zum Beispiel in dem Sommer bewusst auch als Familie Musik erfahren. Wir waren auf einem Konzert von One Republic und es ist eben schön auch zu sehen, wie Kinder das erste Mal eine Konzertbühne erfahren, erleben und welche Freude das bei ihnen auslöst. Und das sieht man am besten dann bei ihnen in den Augen. Und wie war das bei deinen Kids? Die haben viel Freude gehabt, die wollten nicht mehr nach Hause. Es ist auch ein super Act One Republic. Also ja, absolut. Das weißt du ja von der Bar. Und sind, glaube ich, noch nette Jungs auch, oder? Total nette Jungs. Ja, also wirklich nahbar. Und also was die auf der Bühne zeigen, das ist das, was auch hinter der Bühne dann läuft. Tolle. Ja. Wir sind eben motiviert oder begeistert worden durch die Balbas Session. Dort haben wir sie das erste Mal gesehen, letztes Jahr. Und dann haben wir gesagt, das wäre was, wo wir mit der Familie hin könnten. Was für Musik hörst du denn gerne privat? Ja, da gibt es keine Festlegung bei mir zu irgendeinem Genre, zu einer Musikrichtung. Ich glaube, es ist mehr nach Lust und Laune. Ich bin da offen. Ich höre gerne alte Lieder, aber auch ganz modern. Ich lasse mich da einfach ein bisschen treiben, bin offen für was Neues. Und das, was mir gefällt, das höre ich dann auch gerne weiter. Und von daher hilft mir auch die Balbas Session immer wieder mal was Neues zu hören, was ich vorher noch gar nie gekannt habe. Das geht ja vielen so, dass sie bei der Balbas Session zum ersten Mal etwas hören und dann inspiriert sind und dann weiterhören. Wie ist es für dich, wie wichtig ist privater Musikgeschmack für deinen Job? Also es ist nicht so, dass auf der Balbas Session im Programm meine private Hitparade läuft. Das würde nicht funktionieren, weil mein Geschmack ist ja nicht der Geschmack aller. Aber ich denke, wenn ich natürlich privat entdeckungsfreudig bleibe, was ich aber natürlich auch für meinen Beruf machen muss, dann ist das ein wichtiger Teil.
Also deshalb gehe ich auch wirklich überall, wo ich hingehe, egal in welchem Land das ich bin oder so, bin ich mit offenen Augen und offenen Ohren da, weil ich brauche auch diese Inspiration. Also ob ich geschäftlich unterwegs bin oder im Urlaub, das ist einfach, diese Sensoren sind immer offen, weil um das Festival am Laufen zu halten, um immer neue Leute zu begeistern, braucht es auch immer wieder neue Inspiration, neue Musik, neue Künstler und andere Genres, und das ist sehr, sehr wichtig. Clemens, jetzt bist du natürlich auch noch beruflich mit der Musik verbandelt. Dadurch, dass du als CEO der Balwas, die Partner der Balwas Session bist, hörst du seither, seit du diese Funktion übernommen hast, Musik anders? Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen, unbewusst. Aber es ist eher so, dass da die Familie auf einmal kommt und sagt, das wäre doch ein interessanter Künstler für die Session und könntet ihr den nicht auch mal einladen? Und ja, aber es ist klar, erstmal, ich bin kein Experte, ich nehme keinen Einfluss auf das Programm. Da gibt es die Expertinnen und Experten, die sich darum kümmern. Und da halte ich mich natürlich zurück, obwohl ich manchmal auch so denke, das wäre vielleicht nochmal ein Show-Act oder ein Musik-Act, der passen würde. Aber ich glaube, da gibt es genug, die das besser wissen und beurteilen können, so ein Programm zusammenzustellen. Und im Notfall hast du ja die Telefonnummer von Beatrice. Ich habe es noch nicht ausgenutzt in dem Sinne. Kommt vielleicht nochmal. Ideen darf man immer schicken. Ideen sind immer willkommen. Ja, ja, ja. Eine Wunschliste gibt es. Toll. Beatrice, die Balwas ist ja einer der längsten Partner der Balwas Session. Wie wichtig ist diese langjährige Unterstützung eines solchen Partners für die Entwicklung des Festivals? Das ist essentiell. Und wenn man so lange zusammenarbeitet, wie wir das jetzt machen, das ist ja eine Partnerschaft, die läuft seit 1998. Und die Balwas hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich dieses Festival weiterentwickeln kann. Weil schon damals, das war damals 1998, noch auf dem Level eines Hauptsponsors, nicht auf dem Level eines Presenting-Sponsors, wurden wir gefordert von der Balwas, weil wir kriegen Inputs, die Balwas fragt auch die Leute ab, die eingeladen werden, da kommen immer wieder wichtige Inputs, und so kann man sich natürlich auch zusammen weiterentwickeln, und das ist ja auch die Intention eines Musikfestivals, dass man sich weiterentwickelt. Die Balwas entwickelt sich weiter, das Musikfestival entwickelt sich weiter, und das ist etwas vom Wichtigsten, wenn man Partner hat, die mitgehen, die partnerschaftlich sind, die das unterstützen aus ganzem Herzen. Und das ist das, was wir bei der Balwas immer gespürt haben und immer spüren. Erinnerst du dich noch an die Anfänge des Festivals? Was war damals und was ist heute anders? Also natürlich waren wir am Anfang 1998, das war ein ganz kleines Festival, da hatten wir auch viel weniger Abende. Wir waren von dem ganzen Programmsetting, waren wir nie so international, wie wir das heute sind. Wir waren eigentlich mehr so noch ein bisschen ein Jazz, Blues, Gospel Festival, würde ich mal sagen. Und dann irgendwann haben wir es dann geschafft, dass wir ein bisschen Pop dazu gekriegt haben. Also so einer der ersten großen Popstars, den wir haben, war Chris de Burgh. Und dann kamen aber auch Leute wie James Brown dazu und so. Und so hat man sich dann eigentlich immer weiterentwickelt. Und das ist ein langer Weg. Und wenn man den so gemeinsam gehen kann und dann sieht, wie diese Entwicklung auch so ein Festival pusht, dann ist das natürlich wahnsinnig motivierend. Und am Anfang hat man vielleicht noch darüber geredet, wie etwas vor Ort dargestellt werden soll oder wie die Kommunikation sein soll und so weiter. Und heute ist so viel Vertrauen da, dass man da natürlich ganz anders arbeitet, weil wir natürlich auch den Namen unseres Presenting-Sponsors tragen. Und das möchten wir natürlich auch so gut machen, dass das wirklich matcht mit dem, was unseren Partner auch ausmacht. Clemens, die Balwas hat entschieden, das Engagement bei der Balwas Session um weitere 4 Jahre zu verlängern bis 2029. Warum ist diese Entscheidung gefallen? Was nützt euch dieses Engagement? Also zum einen ist es so, ich glaube, die Balwas Session ist mit uns als Sponsor zufrieden und wir sind, glaube ich, mit der Balwas Session auch zufrieden. Und ich glaube, das ist ein gemeinsames, ein Geben und Nehmen. Es ist eine Partnerschaft, so wie es Beatrice auch gesagt hat. Und wichtig ist auch, dass die Kundinnen und Kunden von uns, aber auch die sonstigen Konzertbesucher zufrieden und begeistert sind. Und ich glaube, auf diesem schönen Erfolg und auf dieser Basis etwas nachhaltig weiterentwickeln zu können, gemeinsam entwickeln zu können, auf einer festen Beziehung und Partnerschaft, das ist uns ein Anliegen. Es ermöglicht uns aber auch das Thema Musik, was wir ja für uns auch entdeckt haben als ein Thema, was wir länger
begleiten wollen als Unternehmen, das auch außerhalb der Session auch noch etwas voranzutreiben. Wir haben in der Schweiz zum Beispiel Baloise on Tour, wo wir auch in den Regionen Musikkonzerte organisieren und dort ganz viele Kunden auch einladen können. Und da ergänzen und profitieren wir natürlich auch von der Baloise Session, von ihrem Know-how und von der Expertise. Und ich glaube, das ist somit eine Partnerschaft, eine Beziehung auf Gegenseitigkeit und auch auf einer Augenhöhe. Glaube ich, da ist es gut, dass man das langfristig plant. Was sehr spannend ist, ihr helft ja nicht nur dem Festival, sondern ihr helft ja auch der Musikszene. Es ist ja in der Musikszene nicht mehr so einfach, Sponsoren anzubinden, oder? Was ist eure Idee dafür, euch für die Musikszene und vor allem auch für die Schweizer Musikszene, die ja auch davon profitiert, zu engagieren? Ja, Musik ist ein Medium, eine Möglichkeit, Emotionen zu transportieren. Damit können wir auch unsere Firmenwerte weiter transportieren. Und das kann man über eine sehr offene und direkte Art machen. Und es holt eben die Kundinnen und Kunden auf einer sehr, ich sag mal, eigenen Art ab, auf einer emotionalen Art ab. Es ist keine rationale Form. Ja. Und ich glaube, das ist uns wichtig. Es ist auch etwas, an das man sich erinnert, wo man sich positiv daran erinnert. Und das passt sehr gut eben zu unseren auch Werten als Unternehmen und deswegen unterstützen wir das gern. Habt ihr gute Feedbacks von euren Kundinnen, die die Baloise und die Baloise Session lieben? Ja, es ist. Ich glaube, man darf da stolz sein. Ja. Und ich glaube, da dürfen wir gemeinsam auch stolz sein an der Stelle. Das Feedback von denen, die die Baloise Session besucht haben, die ein Konzert besucht haben, ist durchweg sehr, sehr positiv seit 25 Jahren. Und ich glaube, alle, die es besucht haben, zeigen, dass sie ja verzückt sind, dass sie begeistert sind. Und das Schöne ist vor allen Dingen, man entdeckt neue Seiten. Man hat die Möglichkeit, in etwas einzutauchen, was man so vorher nicht gesehen hat. Die Vielfalt der Session ermöglicht auch mal in ein anderes Genre abzutauchen und vielleicht etwas zu entdecken, was man nie gesehen hat. Und das Feedback bekommen wir. Wir haben auch immer wieder die Anfragen, können wir nochmal gehen, können wir nächstes Jahr wiederkommen? Und ich glaube, das ist das schönste Feedback, was man bekommen kann. Und das zeigt, wie toll auch die Baloise Session das macht und welchen Stellenwert eben das Festival mittlerweile gewonnen hat. Ich denke, was auch wichtig ist, ist zu sehen, wenn sich die Baloise als Sponsor so engagiert, wie die Baloise das wirklich macht, wo wirklich ein ganzheitliches Konzept dahinter ist, eben mit der Baloise Session, mit den Baloise on Tour Konzerten, mit einem Konzert für die Mitarbeiter und so weiter, dann merkt man halt auch, das kommt wirklich von ganz innen aus der Firma, da steht wirklich alles dahinter und das wird auch wirklich gelebt und das ist das, was man dann auch als Veranstalter spürt und natürlich einen immer weiter beflügelt, um noch bessere Leistung zu kriegen, um noch bessere Künstler zu kriegen und ich denke, da ist dieser wirklich super Match, der das auch schon seit diesen 25 Jahren ausmacht. Und ich finde, man spürt das auch ein bisschen auf der persönlichen Ebene. Es sind ja nicht nur wirtschaftliche Aspekte, die in einer solchen Partnerschaft eine Rolle spielen. Was schätzt du auch neben der wirtschaftlichen Komponente an der Partnerschaft mit der Baloise? Also ich denke, das ist ein Verhältnis, wo man wirklich spürt, es ist viel Vertrauen da, es ist viel Partnerschaft da und für mich als eines der besten Beispiele kann man natürlich jetzt auch nur die Pandemie nennen, weil wie wir gemeinschaftlich durch die Pandemie gegangen sind, ich denke, das ist absolut außerordentlich. Also wir durften ja zusammen mit der Baloise dieses ganz neue Konzept kreieren mit den Baloise Session at Home Konzerten, wo wir während 22 Monaten, also eigentlich durch die ganze Pandemie, Konzerte veranstalten durften, auch in Momenten, wo keine Konzerte gemacht werden durften, hatten wir es geschafft mit diesem Konzept, die Leute in der ganzen Schweiz, aber auch weltweit zu begeistern. Also ich erinnere mich, die Leute durften anrufen in die Konzerte und Fragen stellen. Dann hieß es, ich bin gerade in Thailand oder nein, ich bin gerade in Ägypten. Und also wie kann man etwas besser machen als in der Zeit, wo eigentlich alles geschlossen ist, was Kultur und Musik betrifft, mit einem Presenting-Partner die Musik in die Welt zu tragen. Und ich denke, das ist das beste Beispiel, wie man eine Partnerschaft macht und auf welchem Level sich diese Partnerschaft abspielt. Hast du die Baloise Session at Home Konzerte auch verfolgt, Clemens? Ja, ich habe sie auch verfolgt. Ich bin weniger interaktiv gewesen, da gebe ich zu. Persönlich höre ich es lieber live an der Bühne. Das ist vom Moment, vom Gänsehautgefühl, von dem, was man erlebt, unvergleichlich, würde ich sagen.
Aber es ist trotzdem ein interessantes auch Format gewesen, was wir ausprobiert haben, was sehr gut angekommen ist und was auch am Ende überzeugt. Und es hat eben genau auch die Brücke gebildet zwischen vor einer Pandemie und jetzt danach, wie wir wieder neu gestartet sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen gewesen, dass wir das so gemacht haben. Apropos Bühne. An der Balwa Session standen ja die größten Stars der Welt auf der Bühne. James Brown, Alicia Keys, Eric Clapton, name it. Ist es für dich als Festivalleiterin ein Bonus, wenn du auf eine solche reiche Geschichte zurückgreifen kannst und quasi die Künstler davon überzeugen kannst, dass da wirklich schon alle Stars der Welt auf der Bühne standen? Das ist da auch ein wichtiger Aspekt. Ich denke, es hat wie zwei Seiten, weil zuerst müssen wir eigentlich immer die Agenten und die Manager überzeugen. Das machen wir natürlich mit unserer jahrelangen Präsenz. Wenn dann aber die Künstler wirklich vor Ort sind, haben wir es ja so gemacht, wir können ja auf diese 38 Jahre Musikgeschichte zurückblicken und wir haben unseren ganzen Backstage-Bereich mit Fotos behängt. Und die Leute kommen, also die Künstler kommen aus dem Lift und dann laufen sie entlang von einer Galerie und schon da sind sämtliche Bände gebrochen, weil sie dann sagen, oh mein Gott, und ich darf heute hier spielen. Und etwas Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren. Und mit diesen Eindrücken gehen die dann natürlich auch nach Hause und erzählen das dann irgendwo weiter, ihren Künstlerfreunden und so. Und das ist dann der Aspekt, wo das dann hilft, wer alles schon auf unserer Bühne war. Und das manchmal kann man das selber gar nicht glauben. Also es passiert mir auch immer wieder, wenn ich mal gemütlich auf dem Sofa sitze und dann kommt ein Balwa Session Konzert am Fernsehen und dann denke ich, oh mein Gott, der war auch schon bei uns. Dann werde ich selber irgendwie fast ein bisschen ehrfürchtig auf das, was man alles schon geleistet hat, auch zusammen. Man meint ja immer, das sei so einfach, so ein Festival zu gestalten. Wie lange dauert es, bis du das Programm einer Balwa Session wirklich fertig hast? Ich denke, das ist ein stetiger Prozess. Und das ist auch etwas, was man lernen muss. Es gibt Künstler, da sind wir wirklich schon seit über 30 Jahren dran. Ich habe gerade letztens wieder, ich sage jetzt keinen Namen, eine Managerin geschrieben. Also seit so und so vielen Jahren schreibe ich jetzt jedes Jahr. Und wenn ich in unser Archiv gucke, dann geht das noch weiter zurück. Und irgendwann muss es doch dann klappen. Deshalb muss ich sagen, es geht jahrelang, vielleicht jahrzehntelang und manchmal geht es auch nur einen Monat. Es kommt halt wirklich darauf an, also wir sind jetzt schon wieder dabei. Gerade letzte Woche waren wir eine Woche in London auf einem Musikkongress und haben für das Festival 2024 Kontakte gemacht, aber natürlich auch schon für 2025. Wenn man das zusammenzählt, führen wir vielleicht 600 Verhandlungen, bis dann ein Line-up mit 10 Abenden à 20 Bands steht. Es ist ja faszinierend, dieses Jahr ist das Spektrum an Musikstilen an der Balwa Session wieder enorm groß. Also wir haben Pop, Rock, Soul, Jazz, Electro, Reggae. Wie wichtig ist es für dich als Partner, dass ein Festival so ein breites Spektrum abdeckt? Ich glaube, es ist eines der Erfolgskonzepte schlechthin, denn das Festival bietet die Möglichkeit, wirklich für jeden etwas zu finden, was er vielleicht schon kennt, oder es bietet die Möglichkeit, was Neues zu entdecken, was man vorher noch nicht gesehen hat. Und von daher findet man sich, glaube ich, wohl und kann ausprobieren, kann sich aber auch eintauchen in das, was man schon kennt. Und das ist ein tolles Erfolgskonzept, von daher freue ich mich drauf. Und ich ertappe mich immer wieder selber auch dabei, was Neues zu entdecken oder auch was Bekanntes nochmal zu hören. Was sind die langfristigen Ziele der Balwa Session? Also wir werden jetzt dieses Jahr in Basel wieder ein Pop-Up-Konzert machen. Das ist ein Konzert, was wir für die Basler Bevölkerung machen. Das werden wir dieses Jahr ein bisschen früher ansagen, ein bisschen breiter streuen, weil halt es doch auch wichtig ist, dass man die Bevölkerung auch so eigentlich begeistern kann für das Festival, da wir ja nur wenige Karten haben, oder sagen wir mal weniger als die ganz großen Festivals. Etwas, was wir auch machen wollen, und das ist ein stetiger Prozess, weil das Festival wird immer älter und wir müssen schauen, dass unser Publikum aber jung bleibt oder sich sogar verjüngt. Also haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr, und das werden wir auch noch weiter so machen, versuchen wir, das Programm jünger zu programmieren, weil es gibt ja so diese All-Time-Favorites wie Rod Stewart oder Eric Clapton oder so.
solche Künstler braucht ein Festival auch, aber wir brauchen neue Künstler, wir brauchen junge Künstler. Und da wollen wir noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass wir halt auch wirklich das ganz junge Publikum wie seine Kinder in 5 Jahren begeistern können. Und ich denke, das ist etwas vom ganz Wichtigsten, dass man das als Veranstalter nicht aus den Augen verliert, damit man immer am Puls der Zeit bleibt, am Puls der Musik und so das Festival eigentlich immer weiterentwickelt. Von der Größe her wollen wir eigentlich nicht groß was verändern, weil es gibt so viele ganz große Festivals und es gibt so viele internationale börsenkotierte Firmen, die in diesem Business zu Hause sind. Und ich denke, da wo wir sind, das ist ein perfekter Ort und das fühlt sich gut an so. Und so kann man das eigentlich auch auf einem guten Level weiterführen. Clemens, auch du musst dir Gedanken über die Zukunft der Partnerschaft machen. Was sind deine Ideen für die Balwas Session? Ja, zum einen ist es erstmal neu für mich. Ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt mitwirken darf oder als Vertreter des Presenting Sponders auch mit Beatrice zusammenarbeiten darf. Und das ist schön, darauf freue ich mich. Es ist auf der einen Seite eine Herausforderung. Ich glaube, die Balwas Session hat ein wunderbares Niveau erreicht und auf dem Niveau die nächsten Schritte zu gehen, ist schön. Es ist zugleich aber auch eine gewisse Verantwortung dahinter. Ich glaube, in der Pandemie haben wir so eine Verantwortung zum Beispiel schon wahrgenommen. Aber es kann auch morgen nochmal eine Situation kommen, wo wir genau wiederum auch der Verantwortung gerecht werden sollen. Und dessen bin ich mir bewusst. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Und gleichzeitig ist es für uns die Chance, das Thema Musik, was wir als Unternehmen auch so ein bisschen in den Kern stellen, das gesamthaft weiterzuentwickeln. Nicht nur aus der Optik der Balwas Session, sondern auch aus der Frage, wie wir mit Musik in Verbindung gebracht werden, wie wir das erlebbar machen können in der gesamten Schweiz, auch vor Ort in den Regionen. Und ich glaube, da können wir voneinander profitieren und da werden wir sicherlich auch häufiger mal auf das Fachwissen und das Know-how zurückgreifen, was wir nicht im Haus haben. Clemens und Beatrice, wir sind schon am Schluss unseres Gesprächs angelangt. Vielleicht noch die Schlussfrage. Worauf freust du dich ganz persönlich am meisten bei einer Balwas Session? Natürlich, dass dann endlich alle Künstler auf der Bühne sind. Natürlich, dass unser Partner zufrieden ist. Aber das Allerschönste ist dann doch immer, wenn man sieht, wie Musik die Menschen begeistert und wie Musik die Menschen beflügelt. Und wenn man das dann live im Saal sehen kann, wie die Leute weinen, wie die Leute mitsingen, wie die Leute sich in den Armen halten, weil sie ein Flashback haben zu einem gemeinsamen Erlebnis. Ich denke, das ist wirklich immer das allergrößte Highlight für mich persönlich, weil ich dann immer wieder weiß, was wir mit unserem Team leisten, was wir mit unserem Sponsor leisten. Und ich denke, das ist eigentlich dann auch immer die schönste Entschädigung dafür. Und darauf freue ich mich am meisten. Clemens, auch an dich die Frage, was ist für dich das große Highlight an einer Balwas Session? Ja, für mich ist das schönste Highlight am ersten Tag, am Eröffnungsabend, wenn man endlich Platz genommen hat, Lichter gehen aus, die Musikklänge ertönen und man spürt endlich die Musik, kann in die Gesichter auch der anderen Konzertbesucher schauen und sieht, wie sie sich freuen, wie sie glücklich sind. Und das ist beim ersten Konzert in so einer Festivalreihe am schönsten. Dann freuen wir uns auf die Balwas Session. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Danke. Dankeschön.